Ein total niedlicher, kleiner, bunter Fisch, der wirklich süß aussieht. Auf einmal reißt er sein Maul auf, hat verlängerte Giftzähne, mit denen er sich sogar verteidigt. Über so einen Fisch wollen wir heute mit euch filmen. Ja, Kai, hör mal, ich muss ganz offen und ehrlich gestehen, ich kenne sie auch nicht alle. Und der Fisch, der war mir ganz, ganz lange Zeit absolut unbekannt. Ja, ist ein sehr schöner Fisch. Ist auch sehr gut zu halten im Aquarium. Mayacanthus heißt die Gattung. Da gibt es 28, 29 Arten inzwischen, die bekannt sind. Und die sind alle recht kleinbleibend, sind sehr friedlich mit anderen Fischen. Und ja, haben dieses coole Gimmick mit den Zähnen, was du erwähnt hast. Es gibt viele Säbelzahnschleimfische, die nicht für die Aquarienhaltung geeignet sind. Manche überfallen größere Fische, beißen den Stücke aus den Flossen. Diese Gattung, die frisst nur Zooplankton, lässt die anderen Fische in Frieden und ist sehr schön zu pflegen. Die haben ja verlängerte Injektionszähne, die mit einer Giftdrüse verbunden sind. Ja. Bei einer Giftschlange kenne ich das Ganze. Die ernähren sich dann irgendwie von Nagetieren, die sie dann lähmen müssen oder so. Ja. Wenn der sich jetzt vom Plankton ernährt, wie du gerade sagtest, ne? Mhm. Wozu? Die hat er zur Selbstverteidigung. Andere Säbelzahnschleimfische machen damit Beute, greifen ihre Opfer an. Dieser, der verteidigt sich nur damit. Das heißt, der wird geschluckt von Fischen, beißt denen dabei sofort ins Maul und die lassen ab. Unglaublich, ne? Also so ein Fisch, der sieht ja wirklich aus, als wenn der kein Wässerchen trüben kann. Und dann sowas, ja Wahnsinn. Und ja. Dieses Gift, was die Tiere da entwickeln, Mayacanthus sagt das. Ja. Oder? Haben die das alle? In der Gattung Mayacanthus haben das alle Fische. Die sind relativ nah verwandt. Man sieht auch, es gibt einige Arten mit ähnlichen Zeichnungen. Die lassen sich zum Teil auch recht gut hybridisieren, was im Aquarium sehr oft vorkommt. Also man kann die im Aquarium auch sehr gut nachzüchten. Und giftig sind sie alle. Das Gift wurde untersucht. Es besteht aus mehreren Fraktionen, vor allem Neuropeptide. Ein Peptid ist dabei, das auch bei Kegelschnecken vorkommt. Okay. Es werden Stoffe gefunden, die ähnlich auch in manchen Skorpiongiften vorhanden sind. Einige der Neuropeptide wirken auf einen Opiumrezeptor, weswegen sie jetzt auch in der Forschung helfen, neue Schmerzmittel zu finden. Das sucht man gerade. Anders als die meisten anderen Fischgifte, die sehr stark schmerzverursachend sind, ist dieses Gift nämlich so gebaut, dass es eigentlich eher Schmerz lähmen kann. Der Fisch lässt nicht ab von seiner Beute, weil ihm das so wehtut, sondern dadurch, dass der Fisch zubeißt, wird das Maul gelähmt und er kann wieder entkommen. Okay. Es gibt ja auch eine Mayacanthus richtig ausgesprochen, ne? Mhm. Art, die sich von den Schuppen anderer Tiere, anderer Fische... Nee, das ist kein Mayacanthus. Das ist ein anderer Säbelzahnschleimfisch. Es gibt okay. fünf Gattungen, wie gesagt. Ja. Der falsche Putzerfisch zum Beispiel, den du jetzt vielleicht im Sinn hast. Genau. Das ist einer eben, der größere Fische attackiert. Ob der giftig ist, weiß ich nicht, aber ich kann es mir vorstellen, dass der sein Fischgift auch so nutzt, um Schmerzen zu lindern, um praktisch nicht so schnell erkannt zu werden. Ja, sonst, wenn er dem Fisch dann zwei, drei Schuppen geklaut hat, dann sagt er doch nicht, alles klar, ich bleib hier noch eine Runde. Aber wenn er das gar nicht merkt, macht ja Sinn. Wir haben ja jetzt zwei Arten von Säbelzahnschleimfisch-Wattenname, ne? Wahnsinn. Zwei Arten da. Hier oben haben wir sogar deutsche Nachzuchten drin, ne? Also die Tiere werden tatsächlich auch schon in untermenschlicher Obhut erfolgreich gezüchtet. Ja. Hier haben wir ein Disco-Blenny. Schmitz-Blenny oder Disco-Blenny. Ich habe nicht herausfinden können, warum dieser Fisch Disco-Blenny genannt wird. Weder in der englischen Literatur noch bei uns habe ich irgendwas gefunden, okay. was diesen Namen rechtfertigt. Ich finde auch nicht, dass er so disco-mäßig aussieht, aber er ist natürlich ein ganz toller Fisch. Ja, aber ich habe wirklich fest damit gerechnet, du sagst mir das leider. Weil ich habe nämlich auch überhaupt nichts dazu gefunden. Ja. Ja, weshalb der? Aber ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Irgendeiner von euch weiß bestimmt, warum der Disco Blenny Disco Blenny heißt. Ich bin mal gespannt, das gibt Kommentare unglaublich. Aber vielleicht sollten wir noch aufklären, damit wir jetzt gleich hier nicht von ganz oben so richtig einen draufkriegen, was verkaufen wir denn hier für gefährliche Fische? Ich glaube, so gefährlich sind sie gar nicht. Nein. Menschen, die gebissen wurden, beschreiben das als schmerzhaft wie ein Bienen- oder Wespenstich. Ich nehme an, das ist einfach von dem mechanischen Druck, weil die Zähne sind fast groß wie Katzenklauen. Glaubt man gar nicht, dass die in den kleinen Maul, in das kleine Maul reinpassen. Bist du denn schon gebissen worden? Bis jetzt noch nicht. Nein. Ja, dann wird ein geiles Video. Nein. Nein, nein. Kein Kneif. Tiere ärgern tun wir hier nicht. Aber ich habe auch schon oft im Aquarium rumhantiert, die greifen nicht an oder irgendwie so ein Quatsch. Das machen sie nicht. Aber die würden sich wahrscheinlich, so wie du sagst, wenn sie wirklich keine andere Wahl haben. Wenn man sie mit der Hand aus dem Kescher nehmen will beispielsweise, in so einem Fall kann es durchaus passieren, dass sie sich verteidigen.
Aber wer macht sowas schon? Also man sollte den Fisch nicht mit der Hand aus dem Kescher holen, um Gottes Willen. Ist ein mega, mega interessanter Fisch. Die sind auch von der Haltung alles andere als kompliziert. Also wenn die sich einmal eingelebt haben, zum Beispiel der Zebra-Schleimfisch, die Nachzuchten, die wir hier oben drin haben, kann man entweder im Pärchen halten oder auch in Aquarien, ich sag mal ab 500 Liter, in einer Gruppe von bis zu 5 Tieren. Sind anderen gegenüber, sagte der Kai ja auch schon, relativ friedlich. Ich würde natürlich jetzt keine winzigen Nanofische mit da reinsetzen. Mhm. Aber für die zwei Arten, die wir hier haben, die sind fürs normale Gesellschaftsbecken schon vollkommen geeignet. Ja. Aufgrund der Giftigkeit würde ich jetzt nicht unbedingt Anfänger geeignet sagen, aber von der Haltung doch eigentlich schon. Sind tatsächlich auch recht leicht nachzuzüchten. So in der Kategorie etwa, vergleichbar mit Clownfischen, gehören mit zu den einfachsten Meerwasserfischen, die man nachzüchten kann. Da die ja bei der Pflege relativ unkompliziert, würde ich so schon nennen, muss ich denn bei der Vergesellschaftung auf irgendwas achten? Man sollte darauf achten, dass man sie jetzt nicht mit zu schnell fressenden, ruppigen Fischen vergesellschaftet. Also es ist eher was für einen ruhigeren Besatz mit friedlichen Fischen. Man sollte vielleicht aufpassen, wenn man Putzerlippfische mit im Becken hat, das könnte Ärger geben. Und zwar werden die Putzerlippfische anfangen, die Blennies zu verfolgen. Aufgrund der Streifenzeichnung können Putzerlippfische Blennies oftmals nicht so gut leiden, also Säbelzahn, Schleimfische. Deswegen sollte man da vielleicht aufpassen, dass man die nicht zusammenhält. Ein weiterer Punkt, der bei der Haltung so ein bisschen berücksichtigt werden muss, ist andere Blennies. Habe ich also noch andere Blennies im Aquarium, kann das schon, die sind doch ein bisschen territorial, auch zu Konflikten führen. Du meldest dich, Kai, du bist dran. Ja, tatsächlich ist es so, dass Fangzahnschleimfische sogar verschiedene Arten zusammen vergesellschaftet werden können, wenn das Becken groß genug ist. Das heißt, die sind nicht territorial wie die bodenlebenden Kammzahnschleimfische, die tatsächlich territorial sind, ihre festen Sitzpositionen haben. Ja. Die haben ja auch eine Schwimmblase, sind praktisch Freischwimmer und die finden sich auch, also können sich auch mit anderen Fangzahnschleimfischen ganz gut verstehen im Becken. Nur andere Blennies noch mit. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil dann wahrscheinlich die Aggression von dem anderen Blenny und nicht von dem Killer-Blenny ausgeht. Könnte sein. Was man bei der Haltung noch berücksichtigen sollte, gerade wenn man die Tiere neu ins Becken eingewöhnt, die suchen jeden Ausgang. Das heißt, wenn euer Aquarium nicht so gut abgedeckt ist, wie zum Beispiel hier noch zusätzlich mit so einer Glasplatte, dann solltet ihr vielleicht irgendwelche Netzabdeckungen oder Co. wenigstens in der Eingewöhnungsphase, weil sonst springen sie ruckzuck raus. Und dann kämen wir tatsächlich auch wieder zu dem Punkt, wo man dann mit der Hand den ins Aquarium setzen möchte, weil man gerade nichts anderes da hat. Ja, und dann könnt ihr berichten, wie das mal so ist, gebissen zu werden. Also schreibt's in die Kommentare. Ja, genau. Schreibt's in die Kommentare, wie das bei euch passiert ist. Und was dabei passiert ist. Würde mich sehr interessieren. Ja, Kai, mega interessantes Tier. Ich weiß aber nicht, ob ich den zu Hause durchgeboxt kriege, ein Säbel, giftiger Säbelzahnblenny. Aber ich denke mal, wir haben viel abgearbeitet, aber so ein paar Sachen, dann sind wir noch nicht näher drauf eingegangen. Ich würde sagen, wir machen noch einen Haltungscheck. Da es ja fast 30 Arten an Säbelzahnblennys gibt, würde ich sagen... Meyacanthus. Säbelzahnblennys gibt es viele, es gibt ja 7 Gattungen, Meyacanthus ist nur eine Gattung davon. Ein Klugscheißer, oder? Ja, pass auf. Deshalb würde ich aber sagen, wir konzentrieren uns auf einen speziellen, nämlich den, den wir auch als Nachzucht ab und zu mal hier haben, den Zebra-Säbelzahnblenny. Und über den machen wir den Haltungscheck. Größe der Tiere 10 bis 11 cm. Die Mindestaquariengröße sollte, ja, ich sag mal so 200 Liter nicht unterschreiten. 200 bis 300 Liter für ein Pärchen, 500 für eine größere Gruppe. Die Tiere betreiben tatsächlich eine Brutpflege, aber... Du weißt auch ein bisschen mehr. Ich weiß, dass die Höhlenbrüter sind auch, also die Eier gerne am Substrat anheften. Ja. Nach 7 bis 10 Tagen schlüpfen die Jungfische und machen dann eine larvale Phase, die von 20 bis 40 Tage geht, je nach Temperatur und je nach Art der Meyacanthus. Ja. An Futter wird eigentlich sämtliches Frostfutter gerne angenommen, von Artemia, Mysis und all solchen Sorten. Bei eingewöhnten Tieren ist auch Trockenfutter möglich, Wildfänge kennen das oft nicht und gehen da nicht ran. Frostfutter wird aber immer gerne genommen. Von der Temperatur her sollte das so circa 24 bis 26 Grad haben, das Aquarium. pH-Wert, Härte, normale Meer-Seewasserwerte. Als Deko sollte man viel Versteckmöglichkeiten anbieten, dass die Tiere aber auch genug freien Schwimmraum, dass sie genug Platz zum Schwimmen haben. Da die Tiere ja doch ein Gift besitzen, zwar nur ein geringes, sollte man aber beim Hantieren im Aquarium ein bisschen aufpassen, am besten immer mal im Blick haben, in welcher Höhle sitzen sie gerade und nicht da den Stein gerade unbedacht hantieren. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, klingelt die Glocke, lasst einen Kommentar da. Ciao. Und einen Daumen. Genau. Ciao. Ja.